Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nehmen wir das Video zu den Metaverse Champions. Und heute sind wir in Bean Blast. Und alles, was wir machen müssen dafür, mit hier die Kiste, Trace Terror Case Week 4, Woche 4 zu bekommen, ist ganz einfach. Alles, was wir machen müssen, ist einfach mal kurz mit ihr reden hier am Portal. Und wir sind natürlich jetzt eine ganz lange Geschichte erzählen, dass sie schlechte Nachrichten hat und ihr Portal nicht mehr funktioniert. Und wir ihr helfen müssen, mit den 3 Shards in den verschiedenen Minigames dieses Portal zu fixen. Und ja, danach müssen wir eine Obby machen, die genauso funktioniert wie die in dem Clicker-Chaos-Game. Wie gesagt, ohne Checkpoint, ohne alles. Und das ist eigentlich schon alles. Und ich zeige mal kurz, wie das geht. So, und die labern natürlich jetzt wieder sau viel. So. Und jetzt warten wir auf das nächste Minigame. Und dann würde ich sagen, geht's dann los. Wie gesagt, wir brauchen 3 von den Crates hier, von den Shards. Und dann, ja, können wir hier schon in die Metaverse Champions Portal-Sache reingehen. Und dann geht's da auch schon ab. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns bis gleich. Bis zum nächsten Minigame. Oh, was ist das denn hier? Hilfe! So, wie gesagt, ich bin ja natürlich nur interessiert an die Kristalle und nicht als in den Minigames persönlich. Das heißt, wir versuchen unser Bestes mit E gedrückt zu halten oder Tab halt auf dem Handy dann, diesen Preis zu bekommen. So, wo ist jetzt der Oh Gott, da in der Mitte. Ja, das kann ja lustig werden. Jetzt, glaube ich, bin ich schon zu spät dran, oder? Ah, nee, wir haben noch bekommen. Hier sieht man, ein Start habe ich schon bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie gesagt, auch, nur einmalig ist, also dass nur eine Person den sammeln kann oder mehrere gleichzeitig. Aber wie gesagt, ich habe ihn auf jeden Fall bekommen. Und ja, wie gesagt, wir warten jetzt kurz auf die nächste Runde und dann würde ich sagen, geht's weiter. So, jetzt geht's weiter in das nächste Minigame. Wie gesagt, Selected Minigame. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Wir kommen jetzt Color Blast. Work together with your team to collect the most Hexagons. Okay, natürlich werde ich nicht mit meinem Team kooperieren. Ist natürlich klar. Außer ich muss. Und natürlich werden wir diesen Shard holen, weil das ist da, warum ich eigentlich hier drin bin. Okay, so. Wo ist denn der Shard? Der ist in der Mitte. Okay, das ist natürlich ganz einfach. Das ist anscheinend so ein Farbteil. Man muss halt die Hexagons einfärben. Aber ich bin natürlich nur hier, um das da einzusammeln. Und es scheint mir danach, dass es wirklich für jeden zur Verfügung steht. Hochspeed runterfallen. Das war natürlich ganz schlimm. Und ja, wie gesagt, ich schätze mal, jeder kann die Shards gewinnen. Das heißt, es ist kein irgendwie Zwang, die haben zu müssen oder so. Deswegen auf ganz entspannt kann man sie alle holen. Und ich würde sagen, ja, ich spiele kurz dieses Minigame zu Ende. Und dann sehen wir uns auch bis gleich, bis zum dritten Minigame hier in Bean Blast. So, das nächste Floor ist Lava, man kennt's. Und ja, wir gucken mal jetzt hier, was jetzt hier passieren wird und wo der letzte Kristall ist. Ja, denn haben wir dann schon auch alle Kristalle und dann, was, oh, okay, Moment, der Kristall ist genau vor uns. Das heißt, haben ihn aufgesammelt, haben jetzt 3 Kristalle und wir töten uns jetzt mal extra provokant. Das heißt, wir gehen hier drauf. Oh nein, ich bin gestorben. Und wir reden jetzt schon mal mit Faye in der Zeit, wo das Minigame noch läuft. Und ja, das ging schnell. Eigentlich muss man durchs Portal laufen. Ich muss anscheinend nicht durchs Portal laufen. Auch interessant. Und wie gesagt, jetzt ist hier diese Obby, wo ich von geredet habe. Und die, wie gesagt, da müssen wir aufpassen. Man ist echt sauschnell. Und wie man es auch kennt aus dem AJ, der AJ-Obby aus dem Clicker-Mania oder Clicker, dieses Clicker-Game da. Ich habe es jetzt den Namen vergessen. Da hatten wir auch keinen Checkpoint. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal kurz machen. Ich empfehle euch, wie gesagt, die Route hier auch ein Ticken länger dauert, aber ihr müsst nicht hüpfen, somit die Chance zu verlieren ist absolut zero gering. Das heißt, einmal kurz hier diesen langen Weg laufen, dann habt ihr es, wie gesagt, ganz, ganz einfach schon hinter euch. Und dann jetzt einmal hier kurz die, okay, das war jetzt nicht zu, das habe ich jetzt nicht beachtet. Aber wie gesagt, das geht ganz einfach. Ich kann auch mal kurz einmal fürs Video mal hier geradeaus durchlaufen. Dann habe ich noch kurz beide Wege gezeigt und auch gezeigt, dass sie möglich sind. Das heißt, der, oh Gott, ich wollte gerade sagen, ich fahre aus, der allerechte Obbymeister. Schafft natürlich den Sprung, aber hat natürlich nicht geschafft. Aber wir werden es trotzdem machen. Wie gesagt, ihr habt ja schon gemerkt, da habe ich schon einen Tod vermasselt, nur um rüberzukommen bei diesen Blöcken hier. Das heißt, oh ja, das ist wesentlich, wesentlich anstrengender. Ich nehme lieber die einfache Variante. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal kurz diese Mario Kart-Strecke an der Seite und dann, ja, laufen wir kurz darüber. Wir brauchen einen Ticken länger, aber es ist auf jeden Fall 100% safe. Da könnt ihr wieder nicht runterfallen, außer ihr fällt hier runter. Aber wie gesagt, hier geht es ganz einfach. Hier können wir ganz up straight durchlaufen. Da gibt es keine Probleme. Wir haben gerade kein Problem damit. Wir können nochmal hier kurz hier einfach runterlaufen. Und dann müssen wir nur darauf achten, dass wir am besten gleich von oben anfangen, weil wir schnell runtersliden. So ein bisschen wie Surf, falls das von euch einer kennt. Das heißt, wir werden jetzt einmal kurz hier oben. Genau, oh, okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir nur noch bei Faye hier runter sliden, schätze ich mal. Oh, 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 schön, und
Jetzt einmal nach unten und da ist es schon. Und einmal kurz hier E gedrückt halten, während Faper Fortnite Dances macht. Und dann haben wir es schon und wir wurden sofort wieder zurück in die Lobby geblastet. Wie gesagt, wir haben die Crates bekommen. Hab ja gerade kurzfristig gesehen, den Chart unten, der wurde ja angezeigt. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon von diesem Video, vom Metaverse Champions Event Video und auch auf jeden Fall das letzte Metaverse Champion Video auf diesem Kanal. Wie gesagt, wenn die Items sich, wenn die Kisten sich öffnen, werden wir natürlich dazu nochmal ein extra Video machen und uns mal kurz gemeinsam angucken, wie sie aussehen, etc. Und dann werde ich dann noch zu meinen Senf abgeben, wie ich das an ganz anwende. Wie ich das ganze Event an sich fand und wie ich die Items finde, wie gesagt. Und ich würde sagen, das war es auch, wie gesagt, auch von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine neuesten Videos oder das letzte Video zum Metaverse Champion Event nicht mehr verpasst. Das heißt, das Unboxen. Und ich würde sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!